Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Und wie ich sehe, sehen wir nix. Doch, was sehen wir, haben neue. Hier, unser Nick hat sich entwickelt, anscheinend. Ja. Und das war's dann auch. Oh nein, Server kannst du, glaube ich, neu. Und dann haben wir ein neues Pokémon. Was ist es denn? Ne, ich will dem kein Item geben. Bericht, genau, das möchte ich. Das ist ein, ja, wie nennt man das? Das ist das coole Pokémon da. Ist mir auch egal. Mir fällt es gerade nicht ein. Ich hatte bestimmt irgendwo gestanden, aber ich sehe es nicht. Ein, wo steht's denn? Ah, ein Milzer, genau, da steht's ja. So, und dafür ist unser Walter rausgegangen. Und das heißt auch, er hat hier unser Rivalen besiegt. Jetzt tun wir erstmal unser Pokémon wieder mitnehmen. Da, soviel ich auch weiß, unser Wattzapf sich bald entwickelt. Wenn nicht sogar im nächsten Level. Ne, das brauchen wir nicht. Das hier. Genau, unser Gelatini fehlt noch. So, dann schauen wir mal, wo wir sind. Wir müssen ja jetzt so langsam uns auf in Richtung neue Stadt machen, weil wir da nicht schon sind. Nee, anscheinend nicht. Das heißt, er hat nur den Rivalen besiegt und Smilzer gefangen. Wenn ich jetzt nicht mich irre. So, in letzter Folge ist es etwas asynchron geworden, nachdem ich einen kleinen Lag hatte. Dann versuche ich jetzt mal, falls ich nochmal einen Lag bekomme, direkt aufzuhören. Oder die Aufnahme kurz zu stoppen, dass es nicht asynchron wird. Und jetzt wollte ich eigentlich erstmal gegen das Wackel-Pokémon da im Gras kämpfen, das relativ viel Erfahrung gibt, aber ich bin daneben gesprungen. Und jetzt benutzt noch Hypnose. Das war super toll. Aber ich glaube, wir können trotzdem flüchten, wenn wir Glück haben. Ja, genau. So, das Pokémon ist auch weg, leider. Dann gehen wir weiter. So, jetzt erstmal in den Optionen, nein, den Beutel. Ein Schlafpuder, falls wir sowas haben, oder Anti-Schlafpuder, keine Ahnung, wie man das nennt. Löchern, Blattstein, nee, da scheint irgendwie nichts dabei zu sein, ich glaube hier. Wie nennt man das Ganze? Gegengift, Paraheiler, nein. Aber ich erinnere mich gerade, dass man hier, glaube ich, irgendwen ansprechen konnte, der uns heilt. Ja, nee, was von Gemüse wollen wir nicht. Ja, Gemüse wollen wir immer noch nicht, vielleicht du. Ah ja, genau, da haben wir Glück gehabt. Dann brauchen wir jetzt nicht extra irgendeinen Hyperheiler oder so zu verschwenden, nur um Milzer aufzuwecken. So, dann gehen wir mal da. Super. Aber ich habe keine Lust zu kämpfen jetzt. Was ist das? Achso, das ist nur die Option. Topschutz haben wir doch bestimmt dabei. Dann tun wir den einsetzen. Das sind. Topschutz müsste eigentlich hier dabei sein. Superschutz. Haben wir noch einen Topschutz? Ja, genau, da. Dann benutzen wir erst den, weil ich glaube, Superschutz ist im Endeffekt effektiver als so ein Topschutz. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dann gehen wir an den Wendelberg hoch. Jetzt frage ich mich natürlich, haben wir schon gegen Ding gekämpft? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall holen wir jetzt erstmal unser Edelspin nach vorne, dass das Level 36 kommt und die Entwicklung durchmacht. Und ja, wir haben hier noch gar nichts bekämpft. Wer diesen Berg überwinden will, muss zunächst einmal mich überwinden. Na, traust du dir zu, ein erfahrenes Bergsteigerteam wie meines zu besiegen? Das hoffen wir uns doch, weil sonst bräuchten wir erst gar nicht die Reise hier fortzusetzen. Und ein Sedimentur. Das wird natürlich etwas kompliziert für unser Elespin. Aber was suchen's, in der Hoffnung,
Das war. Ich versuche jetzt mit Ampelleuchten, wenn das irgendwie effektiv ist, dann machen wir weiter. Wenn nicht, dann tun wir das Pokémon wechseln. Aber es ist recht effektiv. Und das hier ist noch viel effektiver. Das ist jetzt natürlich schade, aber dann muss halt unser Timon ran. Weil der wurde auch noch nicht trainiert, wie ich sehe. Grimasse, Druckschlag, Schlitzer, Tarnklau, das ist immerhin schon mal eine halbwegs nützliche Angriff. Zieht aber relativ wenig ab. Und das hier zieht sehr viel ab. Sehr, sehr viel ab. So, dann tun wir den erstmal besiegen. Und in der Hoffnung, dass er einige Erfahrungen uns gibt. Und das tut er auch. Jetzt muss man natürlich nicht austauschen, damit Timon die Erfahrung mitnimmt. Und tauschen gegen unsere Eistüte ein. Denkt nämlich auch ziemlich mit der Erfahrung hinten dran. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so effektiv, dass es uns direkt umbringt, aber das ist es. Dann muss halt unser Minecken ran. Weil ich glaube nicht, dass Petri da auch viel mehr Chancen hat. Mit einem Schaufler soll es eigentlich gewesen sein. So. Ja, haut daneben, wir Schaufler. Und ich hoffe jetzt, dass es. Nein, leider nicht Zugabe. So, Dampfwalze, vielleicht bringt das mehr. Zermürben, okay. Halt keine Zugabe, sondern zermürben. Nochmal Dampfwalze, dann dürfte das jetzt wenigstens besiegt sein. So, gibt's noch eins oder was das jetzt endlich? Das war's. Und da wir jetzt schon ziemlich aufs Fressbrett bekommen haben, würde ich behaupten, gehen wir schnell nochmal unsere Pokémon heilen. Das ist natürlich ein bisschen Verschwendung für unseren Top-Schutz. Aber wir können ja zum Glück deswegen durchs Gras laufen. Und zum Glück habe ich mich daran erinnert, dass man hier die Pokémon heilen kann. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich zurück ins Pokémon-Center gelaufen. Und den Fehler, unsere Pokémon nochmal so gnadenlos zu verrecken zu lassen wie gegen unseren Rivalen, werde ich glaube ich nicht nochmal tun. So, jetzt sind wir hier drin. Welches Pokémon haben wir vorne? Elespin. Das passt schon mal. Oh, unser Rival ist hier. Aber wir müssen doch nicht nochmal gegen ihn kämpfen. Black. Ha, da mache ich meinen Rundgang auf dem Wendelberg und treffe auf euch. Ihr scheint stärker geworden zu sein. Ach, wirklich? Ach, übrigens, habt ihr in letzter Zeit den Plasma gesehen? Ich habe mit den anderen Arena-Leitern gesprochen, aber keiner wusste, wo sein derzeitiges Versteck sein könnte. Wir können also nur darauf warten, bis es sich wieder irgendwo zeigt. Aber ihr habt mit dieser ganzen Sache natürlich nichts zu tun. Schön zu sehen, wenn die Kinder wie ihr zusammen mit ihren Pokémon auf die Reise gehen und dabei Spaß haben. Der Wendelberg liegt in einer schönen Gegend. Besonders toll ist es, wenn man... Ja, jetzt habe ich es weggedrückt. Ich sage besser nichts mehr. Ihr werdet mich schon noch verstehen, wenn ihr es mit eigenen Augen seht. Also dann, Kinderchen. Hoffentlich bringt euch mein Berg auch als Trainer weiter. Puh, und ich dachte schon, er drückt uns wieder irgendwas auf. Black, ich werde schon mal vorausgehen. So. Dann gehen wir mal auch in den Wendelberg hinein. Hier wimmelt es, glaube ich, auch relativ viel von Gegnern. Ich weiß gar nicht mehr, wo der hinführt. Ich hatte eigentlich gedacht, das kommt erst, wenn man in die Pokémon-Liga möchte. Aber da habe ich mich geirrt und deswegen sprechen wir erst schon mal mit dem ersten Gegner. Im Winter wandelt sich das Aussehen des Winterberges. Dieser Anblick ist wirklich beeindruckend. Okay, es ist doch kein Trainer. Dann können wir schon mal weitergehen. Kann man hier runterfallen? Nee, zum Glück nicht. Da oben haben wir ein Item. Ein Belieber. Wenn man ihn denn benötigen würde. Ein Sonderbonbon wäre mir eigentlich lieber gewesen. Obwohl ich die eigentlich auch nie benutze.
So, hier ist auch noch ein Item. Ein Hyperheiler. Das ist schon mal eigentlich sogar meiner Meinung nach besser als so ein Belieber. So. Nee, was wollte ich denn tun? Ich wollte... Genau, einen Superschutz. Das war mein Plan. Denn ich denke nicht, dass wir mit durch Pokémon-Kämpfe wirklich unsere Pokémon trainieren können. Aber ich hatte gerade die glorreiche Idee, unserem Elish-Spin, nein, unserem Timon ein Glücksei zu geben. Damit er relativ schnell wieder aufgeholt hat. Und jetzt erstmal mit Elish-Spin weiter. Wenn es dann nicht schon wieder direkt kaputt geht. Durch die ganzen Stein- und Kampf-Pokémon hier. Obwohl ein Kampf-Pokémon sogar noch gar nicht so schlimm sein dürfte. Ein Fliegmuil. Da frage ich mich gerade, ob das unter die Kategorie Flug fällt. Weil wenn, wäre das doch sehr praktisch. Versuchen wir es einfach mal mit Elektronetz, selbst wenn es nicht sehr effektiv ist, haben wir dann doch die Initiative relativ gesenkt. Okay. Es ist effektiv. Haben wir das schon mal geklärt. Silimantur dürfte jetzt natürlich nur mal härter werden, aber ich hoffe, erstmal die Initiative senken. Vielleicht bringt das ja irgendwas in irgendeiner Art und Weise. Steinhagel, oh mein Gott, ich glaube, das da geht schon wieder in die Hose. Ja. So, dann heißt das, wir dürfen unser Nick nicht mehr gegen Silimantur schicken. Auch unser Elish-Spin. Auch wenn ich es doch gerne auf diese Art und Weise ein Level hochgeprungen haben hätte wollen. Und ich denke, ein Silimantur dürfte doch jetzt endlich von unserem Timon besiegt werden können. Besonders, dass er ein Level niedriger ist als das zuvor. So, da hätten wir schon mal Level 31. Stripoli schon wieder. Irgendwie anscheinend die gleiche Kombination wie der Trainer zuvor. Aber da holen wir jetzt unsere Renekton raus. Sobald die dann Level 30 sind, dann tue ich mich nur noch um Gelatini und unser Dings kümmern, dass die auch dann mit dem Level aufschließen. Aber jetzt müsste ich erstmal... Okay, ein Renekton kann eigentlich warten. Der ist ja nicht kurz vorm Level ab. Und bis er sich entwickelt, dauert es auch, glaube ich, bis Level 39. Aber gut, dass ich nicht aus meinen Fehlern gelernt habe und schon wieder die gleiche Pokémon-Kombination wie zuvor benutze. Aber ein Volltreffer regelt das. So, dann tun wir jetzt erstmal das gute, schöne Item namens Beleber einsetzen. Und dann heilen wir unsere Pokémon wieder und dann werde ich jetzt mal versuchen, ein bisschen vorsichtig zu spielen. Sprudel haben wir noch dreimal. Okay, benutzen wir einfach einen Sprudel. Ich denke, das sollte fürs erste genügen. Und dann gehen wir weiter. Ob man da oben lang kann, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, kann man. Oh, da wäre gerade ein Pokémon erschienen. Naja, was soll's. Ich kämpfe mit, weil ich wissen will, wie sich Pokémon beim Kampf fühlen. Ich bin eben eine Vollblutkämpferin. Ein Chuyetesto. Und da setzen wir diesmal keinen Elish-Spin ein, sondern den guten Petri. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt nicht direkt drauf geht. Aber der dürfte ja eigentlich, da er ja auch Gestein ist, wenn ich mich nicht irre, dürfte er ja gar nicht so viel Schaden bekommen. Das ist natürlich die Frage, ist er denn überhaupt Gestein oder ist er Drache? Naja, egal, unsere Akrobatik dürfte auch, wenn es nicht effektiv ist, gut reinholzen.
Oh, das tut weh. Und es hat uns sogar One-Hit weggehauen. Naja, gut, dann kann immerhin unser Edelspin das beenden. Mit der guten Ampelleuchte. Ich hoffe jetzt natürlich, dass das effektiv genug ist. Nein, es ist überhaupt nicht effektiv und es war sogar ein Volltreffer. Und er steigert weiterhin seine Angriffskraft. Da hoffen wir mal, dass der Ladestrahl stark genug ist. Nein, das ist er natürlich auch nicht, aber er benutzt zum Glück weiterhin Protzer. Ist mir egal, der wird genug Erfahrung geben, dass wir das Level abbekommen, hoffe ich. Das Hoffen war die Mühe wert. Und es tut's nicht. Und ich rede schon die ganze Zeit davon, dass ich jetzt meinen Pokémon intelligenter einbenutze, mach's dann doch nicht. Ja, egal, ich gehe jetzt erstmal weiter. Was haben wir denn für Pokémon jetzt vorne? Immer noch Elespin, unser armer Petri hat natürlich dran glauben müssen, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Bei der Arbeit geben wir unser Bestes. Das ist meine Lebensweise und die meiner Pokémon. So, jetzt wechseln wir aber die Pokémon auf unseren guten Nick, dass wir den Kampf wenigstens schnell gewonnen haben. Mit einer Kalkklinge würde ich doch gerne angreifen. Und natürlich hat es ja Robustheit, weshalb es dann auch noch überlebt. Was natürlich jetzt nicht so das Problem ist. Machen wir einfach die Wasserdüse. Ich hoffe, die geht am schnellsten. Von der Animation her. Und da haben wir Elespin auf Level 36. Stalobor. Ich denke, da darf sich mal unsere Eistüte dran versuchen. Obwohl, ich glaube, das war gar nicht so eine kluge Entscheidung. Hol mal unseren Renekton raus. Da Eistüte jetzt sowieso die Erfahrung bekommt. Und wir machen es mit der Dampfwalze. Die Animation dauert am kürzesten und je öfter wir treffen, umso stärker wird sie natürlich auch. Obwohl wir wahrscheinlich jetzt im Endeffekt genauso schnell den Kampf gewonnen hätten, als hätte man einmal Schaufler benutzt. Der Hochmut steigt, bringt uns aber nichts, da der Gegner schon besiegt ist. Und dann können wir... Oh, Edelspin, ja genau, hätte ich jetzt schon fast vergessen. Da, unser Elespin wurde zu einem Oltulla. Sieht natürlich nicht so süß aus wie unser Elespin, aber was macht man denn nicht alles für ein stärkeres Team? So, da haben wir Elespin jetzt entwickelt haben, kann das auch wieder nach hinten rutschen. Und jetzt erstmal Platz Timo nach vorne. Das muss unbedingt trainiert werden. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Denn da war auch noch ein Gegner, den ich jetzt fast übersehen hätte. Weil ich gedacht habe, man kommt da nicht hoch. Und dann beende ich auch nach dem Kampf schon den Part. Es ist ganz natürlich, mit den Pokémon zusammen zu sein und sie in Kämpfen antreten zu lassen. Wenn du willst, können wir uns diese These aber gerne im Kampf vergewissern. Wo ist eigentlich meine Maus? Die ist da an der Rand. Dann stört sie auch nicht im Bild. So, und ein Gelatropo
Anscheinend entwickelt sich unser Gelatini im nächsten Level schon. Dann machen wir einfach die Drachenklaue. Mal gucken, ob die irgendwas bringt. Wenn nicht, wechsle ich das Pokémon. Hauptsache, dass unser... Okay, es ist eigentlich ganz okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schwach wir gegen Gelatini sind. Sehr schwach. Gelatropo. Und das heißt, unser Renekton darf ran, da ich glaube, Gelatini nicht so schlau ist gegen seine Weiterentwicklung. Renekton ist jetzt natürlich auch nicht die beste Wahl, besonders da es schon angeschlagen ist, aber das riskieren wir jetzt einfach mal. So, Attack abgewehrt und Schaufler. Und es ist ein One-Hit. Hochmut steigt, unser Angriff steigt und wir erreichen Level 36. So, Grimasse werden wir natürlich nicht erlernen. Mitodos. Keine Ahnung, was das ist. Ah, okay, das Vieh. Ich glaube, das dürften wir auch mit dem Knirscher besiegen. Brauchen wir jetzt nicht die ganze Zeit diese langen Animationen. So, da hätten wir das besiegt. Und da haben wir schon wieder Hypno-Morba. Das hört sich doch interessant an. Das hört sich so an, als könnte unser Gelatini es besiegen. So, jetzt machen wir eine Lawine. Heilblockade, was heißt das? Okay, ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben ja auch keine Fähigkeit, die uns heilt. So, jetzt versuchen wir nochmal Eissturm, da anscheinend Lawinen nicht so stark war. Spezialangriff steigt, ist schon mal gut und die Verwirrung, die können wir doch dafür akzeptieren, wenn wir halt dann auch treffen. Natürlich tun wir das auch. Ist jetzt nicht so stark, aber ich tue es jetzt einfach mal für die Erfahrung. Ist hier die Vortrage Attack voraus, das heißt, wir können auch Verhöhner benutzen. Obwohl, das bringt ja nichts, wenn er als zweites angreift. Egal, ist ja auch egal. Das sind wir fast besiegt, das heißt, wir tauschen unser Pokémon aus. Und zwar, ah, sind schon alle besiegt. Ist natürlich doof, dann tun wir es einfach mit Elespin und mal versuchen, damit wir wenigstens mal sehen, wie es aussieht im Kampf. Oh, da haut es aber einiges auf uns drauf. Aber dürfte eigentlich schneller sein und dann dürfte der Elektronetz vollkommen ausreichen. So, jetzt habe ich mich aber dazu entschieden, einfach einen Sonderbonbon für unseren Gelatini rauszuhauen, damit wir die Entwicklung haben. Und ich meine, für was benutzen wir sonst die Sonderbonbons? Oder habe ich mich doch geirrt? Das ist natürlich jetzt ziemlich behindert. Ja, Verhühner scheint recht nutzlos zu sein. Machen wir erstmal Verhühner weg. Ah, okay, ich habe mich doch nicht geirrt. Das wäre jetzt ziemlich dumm. Hätte man einfach einen Sonderbonbon unnötigerweise rausgehauen. Und da hatten wir schon die zweite Entwicklung in unserem Team. Und ich tue jetzt einmal kurz zurücklaufen, tue unsere Pokémon heilen. Das mache ich aber offscreen. Und dann beende ich hier den Part und ihr seht die nächste Folge bei Killian. Und dann noch viel Spaß.